Und ja, Elfmeter. Foul gegen Weihrauch. EA Sports. It's in the game. Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum Eröffnungsspiel meiner dritten Saison. Ach, gegen den HSV, das trifft ja wie in echt Bayern gegen den HSV. Gehen wir mal weiter, natürlich ist hier auch Transfermarkt noch einiges offen. Murata, Angebot abgelehnt. Ja, dann warum? Hauen wir nochmal, nee, das ist ja süß. Das wäre ja beleidigend. Hauen wir nochmal ein bisschen was drauf. Ja, vielleicht lässt er sich ja jetzt überreden. Warum lag's? Ich hab's gar nicht gesehen. Ach so, er möchte wissen, welche Rolle er spielt. Naja, versuchen wir es trotzdem nochmal, ohne eine Rolle festzulegen. Kommt jetzt nochmal Post? Nein, es geht hier direkt gegen den HSV. So, allerdings nicht in München in der Allianz Arena, sondern beim HSV. Heißt das Ding jetzt eigentlich schon wieder Volksparkstadion? Keine Ahnung. So, ich trete natürlich in meinen gewohnten Trikots an gegen das weiße HSV-Trikot. Ich werde heute in der Tat mit Weihrauch beginnen. Er hat mich ja so nett gefragt, ob er vielleicht spielen kann von Anfang an. Ich werde das heute einfach mal tun. Thomas Müller ist immer noch nicht fit, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, den einzuwechseln. Lasse ich den mal auch zu Hause. Und ja, das ist meine Mannschaft, mit der ich jetzt beginnen werde. Halt, nein, auf Profi! So, da wären wir auch schon im Stadion vom HSV. Hier im Vorspann stand gerade nochmal im Tech Arena. Ob das jetzt noch so aktuell ist, keine Ahnung. Naja, egal. Gegen den HSV sind da immer gute Spiele. Die Mannschaften betreten das Spielfeld, das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga. Yeah! Bayern gegen den HSV. So, Rafinha wieder als RV, auch wenn mir Lahm eigentlich besser gefallen hat in den letzten zwei Spielen. So, Van der Vaart ist noch dabei, das ist ja ein Skandal. Die Beate, Nikolai Müller, Jiracek, Birami, Diaz, Rajkovic, Stiegmeier, Jansen, Reni Adler. Also, eine bekannte Mannschaft, keine großen Veränderungen, keine großen Namen. Meine Aufstellung kennt ihr. Hier ist nochmal Raphael van der Vaart, mittlerweile schon 33 Jahre alt. So, ich würde sagen, auf geht's, los geht's. So, Thielemans, ach, kommt da nicht ran. Ein Robben, schön, aber faul. Gleich mal dem HSV zeigen, wo es heute lang geht. Heute keine Chance hier für Schwächlinge. Und Neuer. Für ihn wurden gerade 60 Millionen geboten. So, Ribéry. Alaba macht mit. Götze. Ja, weiß nicht wohin. Was macht Schweini? Und die Linie runter. Alaba. Und Weihrauch, Weihrauch! Och, Reni Adler. Muss ja ein Schlag ins Gesicht für Lewandowski sein, heute auf der Bank zu sitzen. Aber Weihrauch hat einfach sensationell gespielt. Ja, und sowas wird dann halt direkt mal belohnt. Vor allem, wenn er doch... Oh! Ah, Schweini ist da. Juri Thielemans, der auch. Echtes Talent hier. Oh, da hätte ich spielen sollen. Oha, was war das? Torschussflanke, man wird es wahrscheinlich nie erfahren. So, Thielemans, ja, gibt hier mal gleich richtig Gas. Götze, Schweini, Thielemans, will hier über links spielen. Wird gefoult, das darf man dann so auch annehmen. Nikolai Müller. Gegen den Belgier. Ist Thielemans Belgier? Irgendwie so. Ich glaube ja. Aber bevor ich... Ja, nehmen wir Belgier. Ich glaube, ich habe mich von Anderlecht geholt und so.
Oh, schade. Ab geht's rückwärts. Selbst Weihrauch läuft hier mit. Der ist ja sowas von motiviert hier. Da bin ich ja mal echt gespannt, dass der hier am Ende der Saison... Oh, schön Weihrauch. Götze. 1:0. Nach sensationeller Vorarbeit von Patrick Weihrauch und der Pass von Juri Thielemanns war es, glaube ich, der dann zum 1:0 führte. Oder Ribéry. Kann auch sein, dass es Ribéry war. Schauen wir uns das Ganze doch einfach nochmal in der Wiederholung an. Ach, René Adler kann es nicht fassen. Mensch, du. Ja. So. Ribéry war es. Und Götze dann mit rechts. Ich glaube, der schnipselt das Ding mit rechts. Ja, natürlich. Wie ein echter Götze halt. Ja, der Götze startet ja mal sensationell in die Saison. Die letzte Saison war erst ab der Hälfte seine. Erst hatte Wesley Sneijder ja den Platz absolut sicher im offensiven Mittelfeld. Oh, Thielemanns. Neuer. Und Rafinha. Schön raus. Irgendjemand liegt hier. Aber das Spiel wird nicht unterbrochen. Neuer fällt nochmal drauf. Was soll er machen, wenn der Schiri nicht pfeift? Eckball HSV. Die Beate ist verletzt. Da, so sieht es also aus. So, Boateng, schön. Schöner Einsatz von Jerome Boateng. Und Robben. Schöner Seitenwechselversuch auf Ribéry. Das ist aber sehr optimistisch gewesen. Schweinsteiger, herrlich. Götze und Ribéry. Ah, Ribéry ist schnell genug gegen Diekmeyer. Nein! Diekmeyer, der Zweikampfsieger gegen Ribéry. Boateng und raus auf Robben. Götze, Weihrauch. Ah, schade. Hat hier stark begonnen. Und ist immer noch stark dabei. Schön. Robben. Götze startet, wird hier aber bedrängt. Schön, Ribéry. Wahnsinn. Weihrauch. Och, abseits von Patrick Weihrauch. Schade. Halbe Stunde gespielt, bisschen mehr. 1:0 Führung. So, Jugend forscht auch diese Saison wieder beim FC Bayern. Thielemanns, Weihrauch. Vielleicht brauche ich einen Morata ja wirklich nicht. Aber wen dann holen? Alles in die Jugend stecken. Weihrauch, lauf. Lauf. Götze. Oh. Zu verspielt. Aber der HSV lässt es auch mit sich machen. Schweinsteiger, Weihrauch! Ha, das kriegt er noch raus, wie das funktioniert, aus dem Winkel zu treffen. Siehe Lewandowski, der kann das. So, Boateng steht hinten sicher. Alaba wieder links raus, Ribéry. Oh, herrlich gespielt von Schweinsteiger auf Götze. Götze muss es alleine machen. Keiner so richtig frei. Schade. So, Rafinha. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsauftakt hier für Götze und Co. Vor allem für Götze. Wie gesagt, letzte Saison war ja nun wirklich nicht seine Saison. Der Versuch von Schweinsteiger, das Ding direkt zu nehmen, nicht funktioniert. Schön und so. So, Rafinha diesmal über rechts. Thielemanns, Schwein, Götze, Schweingötze. Und oh, schöner Pass abseits, schade. Patrick Weihrauch.
Na, der Junge muss unbedingt sein Tor machen. Das wäre ja herzallerliebst. So, Neuer. Auf Ribéry, Schweinsteiger, Götze, das übliche Verfahren. Weihrauch. Ah, Robben ist da. Der versucht's. Ah, schade. Ups, da wollte er zu viel da einrobben. Hat er sich gedacht, einfach mal Kunstschüsschen. Was sonst nur so einer wie Ronaldinho kann. Versucht in der einen in die Jahre gekommene Einrobben auch. Alt, aber nicht veraltet. Einer der neuen Sprüche aus dem neuen Terminator-Film. Alt, aber nicht veraltet. Ah, fast holt Thielemann sich den. Schöner Einsatz, Rafinha. Ah, Ramos gegen Berami, sehr schön. Ah, oh, oh, oh. War Van der Vaart überhaupt schon mal am Ball? Und Halbzeit, 0-1 aus Sicht des Hamburger Sportvereins. Sehr geil. Ja, 57% Ballbesitz, es läuft ja schon mal ganz flockig heute. Thielemanns Einrobben, sehr schön hier wieder. Und er hat immer noch die Speed. Oh, und der wird nochmal gefährlich, der Pass auf Götze. Was war hier los? Abseits? Freistoß. Freistoß und wieder Einrobben. So, diesmal ein bisschen schärfer als der erste Versuch. Oho, hat gar nicht so viel gefehlt. Ja, leider ein Ronaldinho noch nicht auf dem Platz. Ja, als Backback abgeholt und als Künstler natürlich. Er soll die Zuschauer unterhalten. Mal gucken, ob es so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Rafinha. Ein Robben. Auf Ribéry. Der läuft hier sehr schön in Position. Götze. Der Versuch auf Weihrauch und genau auf Adler. Warum bin ich da gerade so nervös am Ball? Ich wollte unbedingt abschließen. Dabei weiß sie doch, der Weihrauch kann das. Zwar nicht so wie... Oh, schön hier. Tja, ich habe einen guten Backup für Weihrauch. Den Lewandowski. So, Einwurf, Boateng. Und dann spielen wir das Ganze mal über rechts. Einrobben. Keine Chance, hier durchzukommen. Weihrauch. Wenn der durch ist. Also, wenn der Ball durchkommt, dann wird es gefährlich. Dann habe ich hier die Weihrauch-Chance. Ganz stark. Ja, Ramos. Also, vom HSV ist hier wirklich nicht viel zu erwarten heute. Thielemanns, wo ist Robben? In die Mitte gezogen. Götze. Schweinsteiger und der Versuch auf Ribéry. Und. Ja, Elfmeter. Foul gegen Weihrauch. Rajkovic kriegt hier nochmal eine gelbe Karte. Müsste eigentlich. Rot wäre fies, aber gelb. Geben wir mal gelb. Keine Ahnung, hat es überhaupt was gegeben? War es überhaupt ein Foul? Also, naja, eigentlich geht es Weihrauch gegen den Hamburger. Und nicht umgekehrt. So, natürlich wird Einrobben diesen Freistoß hier schießen. Denn Ronaldinho ist ja noch nicht auf dem Platz. Ohoho, ganz knappe Kiste. Aber kein Problem für Einrobben. René Adler segelt quasi drüber weg. So, natürlich freuen sich da alle. Ribéry, Thielemanns, Robben, Schweini, Weihrauch. Ach, den hätte ich auch schießen lassen können. Aber da René Adler sehr entschlossen. Sieht man hier auch nochmal. Er war dran. Erstes Tor, Einrobben. Und jetzt kann ich wechseln. Und zwar
Ja, zeigen wir gleich mal den neuen Ronaldinho. Haben wir noch einen neuen? Ist schon auf dem Platz. Nee, eingekauft habe ich noch gar keinen, ne? So, wen bringen wir denn mal? Dann darf Lewandowski natürlich auch für Weihrauch, der dann sein soll, heute auch erfüllt. Thiago für Schweinsteiger. Ich denke mal, das wird. Thiago wird auch einer der Spieler sein, die öfter eingewechselt werden, als ihn lieb ist. So, typischer Dreierwechsel. Recht früh diesmal. Schön von Tielemans. So, da ist Thiago. Robin. So, Tielemans. Lewandowski, der hat natürlich jetzt Brand. Und will hier unbedingt zeigen, dass er mehr als nur zweite Wahl ist. Rafinha. Thiago wartet auf Ribéry. Da passiert nichts. Jetzt schön auf Ronaldinho. Das wär's ja. Wow, schade. Herr Jemini, der alte Mann und... Mann, warum nicht? Ach, der Ronaldinho hat auch immer noch die falschen Rückennummer. Der braucht ja die 80, wie damals beim AC Mailand. Tielemans, Robben. So, sehr schön, Ronaldinho. Ah, schade. Lewandowski läuft da nicht durch. Schön, Lewandowski. Oh, das wäre doch die ideale Position für Ronaldinho gewesen da in der Mitte. Ja, das könnten hier seine Spiele sein. 2-0, Einwechsel Ronaldinho und Zauberfußball. So, Rafinha kann natürlich auch zaubern. Oh. Schade, einer zu viel, aber gibt Freistoß. Tielemans steht da, da wollen wir mal gucken. Ah, lächerlich, ich becher dich weg. Ach, immer noch 2-0 Führung. Das ist ja mal ein richtig gelungenes, gutes Auftaktspielchen. Ronaldinho. Ach, da kommt ihm einer zuvor. Aber, oh, faul. Faul vom Brasilianer. Oder HSV wechselt auch nochmal. Van der Vaart raus. War da überhaupt einmal am Ball? Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht einmal gesehen. Thiago und Lewandowski. Oh, Robben. Vertändelt. Holt ihn wieder. Foul. Vorteil. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Da fällt hier fast noch das 1:2. Aus heiterem Himmel quasi. Wie der Neuer noch guckt. Ja. Ein Robben, was los? Hast doch dein Tor gemacht heute. Kannst doch äußerst zufrieden sein. Oder überaus. Na gut, gelbe Karte hat er für irgendwas bekommen. Ein Robben. Der rennt hier nochmal los. Der fliegende Holländer. Und Ronaldinho. Ja, was hier fehlt bei dem Spiel, was mir gerade so auffällt, sind Flitzer. Flitzer, die hier einfach mal so über Spielfeld laufen. Tielemans dreht sich in den Mann rein. So, Robben. Muss sich hier behaupten. Rafinha. Und Ronaldinho. Wir tasten uns ran. Ich glaube, der dritte Versuch von ihm. Der nächste, auch wenn es noch ein, zwei Spiele dauert, der nächste sitzt bestimmt. Schauen wir mal. Ist er hier auch wieder ein, zwei Jährchen älter als im Ultimate-Team, glaube ich. Da habe ich ihn ja auch in meiner Mannschaft. So,
So, der HSV, eklatant, zweikampfschwach. Allgemein sehr, sehr schwach. So, Robben, der hat noch Energie. Oh, schade. Ach, den hatte ich mir schon erträumt, den zu kriegen. Ah, schade, Ronaldinho versucht hier den Robben mitzunehmen. Hat nicht funktioniert. Jansen gegen Ronaldinho. Lässt den alten Meister nochmal aussteigen. So, wieder Ronaldinho. Allein gegen alle. Das klappt aufgrund seiner Geschwindigkeit schon nicht. Ribéry will auch noch. Oh, schade. So, das war's. 2-0 Sieg über dem HSV. Über dem HSV im Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga. Ja, darauf lässt sich aufbauen. Das war ja schon mal sehr, sehr geil. Super geil. Ja, Sergio Ramos wird ja als bester Spieler gewählt. 7,9. Sehr schön. Wunderbar, meine lieben Freunde. Im nächsten Spiel geht es, schauen wir mal. Das nächste Ligaspiel ist hier gegen Mainz 05 am Samstag. Oioioi. Und dann geht es hier auch schon Copa Europa, Europapokal, keine Ahnung welcher das ist, gegen Liverpool. Oioioi. Da schon das ganz große Team. So, habe ich überhaupt noch irgendwelche Eisen im Feuer jetzt? Ich guck mal, Teambericht, hat sich da schon was getan? Basti Schweinsteiger, wieder plus 1, wieder 90, einer der besten der Welt. Grandios. Julian Brandt, auch noch auf der Leihliste. Weihrauch, ah, da ist er. So, Badstuber Form schlecht. Thomas Müller. Thiago Form schlecht. Hat aber das gewisse Etwas. Kürzlich für 1,4 Millionen gekommen. So, Verlin, Bernard, Heuberg, Gaudino, Hanno Schmiedebach. Das ist ein richtig starker. 74 und S17. Max Meyer, Julian Green auch verliehen. Also ihr seht hier, ich habe hier noch schon mal wieder 6 Spieler verliehen, die nächste Saison auch wieder zurückkommen. Wen soll ich mir noch holen? Das ist ja, ich habe hier 100 Millionen, die ich verbraten kann. Naja, so, das war's erstmal. Ich sage, ciao, tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.